Dealer. Fangen wir einfach mal der den arme Streuner. Kerl ist völlig hinüber. Aber wenigstens ist er nur betrunken und nicht auf Amatin. Da geht's zur U-Bahn, da geht's zum Metro Circle. Ah, da kann man dann. Okay, die Straße hinab. Gehen wir mal die Straße hinab. Ah, da sind wir im Mercury. Perfekt. Sieht nicht so aus. Frauen am Rande des Untersuchungstisches. Ein Kunstfilm. Solange Französisch oder Spanisch gesprochen wird, kann es kein Schund sein. Quatsch mal mit dem Typen hier. Der sieht aus, als arbeitet er im Kino. Verzeihung? Weil? Ach, Moment mal, Lady. Blöde Leuchtschrift. Leuchte endlich. Gut. Und jetzt bleib so. Hörst du? Ich rede auch immer mit meinen Lichtquellen. Arbeiten Sie im Kino? Weil ich bin Freddy. Freddy Malone, weil. Meiner Mama, Mrs. Dottie Malone, gehört das Kino. Das Kino gehört ihr. Sie führt es selbst wie ein richtiger Besitzer eben. Natürlich helfe ich ihr ein bisschen. Und was tun Sie, Sir? Ich bin Platzanweiser, fege hier und mache nach der Vorstellung sauber. Meine Mama, Mrs. Dottie Malone, sagt, ich bin ein Hansdampf in allen Gassen. Vielleicht hat sie recht. Bestimmt. Hat das Kino offen? Eher nicht, Fräulein. Erst heute Abend. Da ist auch keiner drin. Wäre wohl auch nicht erlaubt. Kennen Sie jemanden namens Cortez? Nee, kann ich nicht sagen, Fräulein. Nie gesehen. Na, ich feg mal eben weiter. Aber ich soll mich hier mit ihm treffen. Kennen Sie ihn wirklich nicht? Hören Sie, Lady. Sie sollten sehen, dass Sie hier verschwinden. Ich habe Cortez heute nicht gesehen. Sie sagten, Sie kennen Cortez nicht. Schätze, ich kenne keinen, der so heißt. Also, Fräulein, lassen Sie mich mal mit meiner Arbeit weitermachen. Jesus, Maria und Josef. Will denn die halbe Welt Cortez heute sehen? Trotzdem vielen Dank. Woll. Nun lassen Sie Freddy Malone mal weiterfegen, bevor seine Mama böse wird. Klar, natürlich. Kein Problem, Dicker. Nur Müll. Greif mal rein. Lady, spielen Sie nicht damit rum, ja? Lassen Sie es bleiben. Hab ich den jetzt echt eingepackt? Riecht nach Kerosin. Hey, warum geht denn das nicht? Na gut, reden wir mal den Typen. Der Typ ist so auffällig. Garantiert ein Polit... Hallo, na, macht Spaß? Du solltest keine Fremden ansprechen! Genauso. Ich bin weise. Ja, noch ein Grund, nicht mit Fremden zu reden. Komm, verzieh dich! Warum sind Sie wie ein Polizist angezogen? Was meinst du damit? Moment mal, was geht dich das an?
Ich versuche nur, den blauen Jungs zu helfen, Sir. Sie sehen nicht gerade unauffällig aus. Auf Posten sollten Sie sich ein bisschen mehr anpassen. So? Wie denn? Naja, der Trenchcoat bringt's nicht. Wie wär's mit Jeans und einem T-Shirt mit einem blöden Spruch drauf? Ich schaff's mal... Moment, was tue ich da? Wer bist du überhaupt? Modeberaterin der Newporter Polizei. Soll das komisch sein? Darüber kann ich nicht einmal den Mundwinkel verziehen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Soll das eine Drohung sein? Du hast es erfasst. Eine Drohung. Da bin ich wieder. Du gibst nicht auf? Was ist jetzt? Sind Sie im Dienst? Was meinst du mit dem Dienst? Naja, auf Beobachtungsposten, verdeckte Ermittlungen und so. Du solltest schleunigst verschwinden, bevor es hier ungemütlich wird. Sie drohen mir? Jawohl! Da bin ich wieder. Du gibst nicht auf? Was ist jetzt? Wird es nicht langweilig, den ganzen Tag hier rumzustehen? Nein, Ma'am. Also sind Sie wunschlos glücklich. Genau. Es fehlt gar nichts? Gar nichts. Nicht mal was zu essen? Ich habe gerade Mittag gegessen. Danke der Nachfrage. Sie haben also gerade zu Mittag gegessen? Stimmt. Im Burger Egg. Was haben Sie denn gegessen? Einen dreifachen Semi-Burger mit Fettzwiebeln und einer großen Bingo-Cola ohne Eis. Keine Pommes frites? Doch, klar. Eine doppelte Portion Cheesems mit Ziegenkäse. Die besten Pommes frites, weit und breit. Und wann haben Sie gegessen? Ja, vor ungefähr einer Stunde. Und Sie spüren keinen Drang auf stille Örtchen? Nein, Ma'am. Meine Nieren sind genetisch verändert. Sie bedürfen kaum der Aufmerksamkeit. Sind Sie richtig satt geworden? Keinen Appetit auf einen süßen Happen? Naja, ich habe eine Schwäche für Süßigkeiten. Für meine übliche Erdbeerwaffel mit Sahne, Schokosauce und Eis war keine Zeit. Moment mal, warum erzähle ich dir das alles? Wer bist du überhaupt? Verschwinde sofort, oder? War das eine Drohung? Klang fast so. Eine ziemlich ernste sogar. Mhm, ganz bestimmt. Dummidl-dummidl-dai. Können wir die echt mit dem Schleim zusammenbringen? Jetzt haben wir schleimige Bonbons und die bieten wir jetzt mal dem Detective an. Möchten Sie einen Bonbon? Hey, gerne! Genau das Richtige! Was zum... Der Geschmack? Eklig! Ach, mir ist schlecht! Hey, was tun Sie da? Haben Sie einen Stein nach mir geworfen? Schwerer Fehler, voll. Was geht denn jetzt ab? Na, das sind ja die absoluten Oberhelden, ja? Den hätten Sie laufen sehen sollen, wie ein geölter Blitz. Hat sich den Hintern gehalten und seinen Hut auf der Straße verloren. Hab lange nichts so Komisches mehr gesehen. Das war dann wohl eine der merkwürdigen Rätsel, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Am Anfang, im ersten Video, in der ersten Aufnahme. Manchmal muss man hier einfach mal machen und manchmal kommt man eben gar nicht auf die Idee zu machen und dann eben die Rätsel sind dann nicht hundertprozentig logisch, aber das ist ja kein größeres Problem. Wir haben es jetzt ja trotzdem geschafft, durch Zufall, weil wir komplett verstört sind und genauso krank denken wie das Adventure scheinbar. Ein Sicherungskasten. Okay, so können wir den... Mit dem Strom im Kasten stimmt was nicht.
Die Leuchtschrift am Kino scheint damit verbunden zu sein. Sie flackert ständig. Lass mal aufmachen. Da haben wir ein Schloss. Ein Zickzackblitz. Schönes Wort, Zickzack. Du bist ja auch sehr heldenhaft. Keine Ahnung, kann man mit dem... Nee, das geht nicht. Vorsicht. So ein Aufkleber gehört an das Leben. Vorsicht, das Leben wird sie früher oder später umbringen. Ah, Moment mal, da ist ein Aufziehdingens da. Das da. Hey, you. Yeah, you. Hands up. Spread your legs. And do the monkey. Wachtmeister Guybrush ist eine Mischung aus Mensch, Schimpanse und Musiker. Und Gesetzeshüter. Tja. Fällt mir jetzt nicht ein, was ich konkret tun könnte hier. Tür zur Gasse? Die Tür führt in eine Gasse hinter dem Kino. Dann gehen wir mal da rein. Abgeschlossen. Doof. Vielleicht kriegen wir sie ja geöffnet mit der Reißzwecke. Na okay. Die Wunderreißzwecke scheint hier also auch keine Wunder wirken zu können. Quatschen wir nochmal mit dem Freddy Melon. Hi. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Trotzdem vielen Dank. Okay, Voll. Super. Nun lassen Sie Freddy Melon mal weiterfegen, bevor seine Mama böse wird. Ja, okay. Klar, natürlich lasse ich Freddy Melon weiterfegen, bevor seine Mama böse wird. Der ist ja schon auch ein bisschen... dusselig, ne? Aber jetzt müssen wir kurz überlegen, was wir treiben können. Was können wir hier treiben? Kann man das mit dem verbinden? Also ich probiere ganz kurz rum. Ne? Oh. Ich bin mir nämlich nicht genau sicher, was wir konkret eigentlich jetzt gerade machen wollen. Wir wollen ja den Cortez finden und der soll angeblich hier unterwegs sein, aber das Kino hat angeblich noch nicht offen. Also schätze ich, wir müssen irgendwie den Sicherungskasten kaputt machen, damit der sich so aufregt, dass er dann wahrscheinlich da hinten reingeht. Aber wie schaffen wir das? In den anderen Bildschirmen, wo man hinfahren kann, waren wir ja schon. Tja, mal kurz überlegen. Inventar. Aber so kommen wir natürlich jetzt erstmal nicht weiter. Wir sind hier. Okay. Ich gehe mal kurz auf einen anderen Bildschirm. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Auf diesem Bildschirm. Gehen wir mal zum Metro Circle. Ja, vielleicht kommen wir hier jetzt auch erstmal nicht weiter. Ich gehe mal nur zurück zu unserem... hier, warte mal, U-Bahn. U-Bahn. Da, direkt zur U-Bahn. Hier kommen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht weiter, weil ich habe nicht die richtigen Sachen dabei. Wo kommen wir hier hin? Radio Power Gebäude. Hä? Woher habe ich jetzt das?
Ah, vielleicht ist es direkt da. Okay, ja. Also gut, dann gehen wir jetzt zu den Brücken. Und dann nochmal in unser Zimmer und schauen uns da einfach nochmal genau um. Denn ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwas vergessen haben, denn wir sind irgendwie nicht vollends ausgestattet. Ich wollte nämlich auch nach dem, jetzt wo Mickey die mit der Zange alles repariert hat, müssten wir ja eigentlich vielleicht auch hier hinten auflaufen, nicht labern. Müssten wir, nein, laufen, nicht labern. Vielleicht kann man hier jetzt den Kram abgreifen. Jetzt, wo das alles repariert ist. Nee, okay. Offensichtlich nicht. Kann jetzt daran drehen, auch nicht. Der Wasserdruck ist zu hoch. Der Wasserdruck ist zu hoch. Geheimnisvoll. Nada. Nichts. Rührt sich nicht. Okay. Der Wasserdruck ist zu hoch. Ja, ist ja gut. Gut, dann lassen wir das erstmal sein und schauen doch nochmal in unser Zimmer hoch. Lass mal kurz gucken. Na, guck mal, da wusste ich doch, das gibt's hier doch nochmal eine Info. Hübscher Blick, wenn man auf Ziegel steht. Ich kann mein Fenster öffnen. Ah, okay. So, dann schauen wir jetzt nochmal raus. Ah, guck mal an. Plötzlich. Eine Möwe. Das arme Tier wirkt ziemlich ausgehungert. Eine Wäscheleine? Eine Wäscheleine. Die pack mal ein. Oh. Die hättest du einpacken sollen, du Depp. Nicht einfach runterschmeißen? Hä? Keine Ahnung, wozu die Kette da ist. Sie ist mit einem Mechanismus am Boden des Kanals verbunden. Okay. Warte mal, wenn die verhungert ist. Hier hatten wir doch lecker Brot. Ein frisch gebackenes Stangenbrot aus dem Café. Können wir das zu der Möwe schmeißen? Na, guck an. Die Möwe geht da runter. Und jetzt ist die. Klirr? Wollte ich gerade sagen. Ah, guck mal. Da hängt ja was dran. Was haben wir jetzt da gefunden? Die Wäscheleine. Ah, wir haben jetzt mit der Kette die Wäscheleine rausgeholt. Haben wir noch sonst irgendwas? Oh Gott, eine Sekunde, ich muss kurz husten. Also, ansonsten haben wir ja eigentlich nichts mehr, ne? Ich weiß immer noch nicht, was durch die Kanäle von Venice fließt. Wasser kann's nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Spitz. Nein. Spitz. Gut. Dann lassen wir mal gut sein. Prima. Haben auf jeden Fall noch was abgestaubt, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt guck mal, vielleicht müsste jetzt irgendwie diese kleine Rubber Ducky. Vielleicht kommen wir jetzt an die ran. Wenn die da um die Ecke gefetzt ist, dann müsste die ja eigentlich, wenn das unser Zimmer da drüben, vielleicht irgendwo hier unten. Rubber Ducky! Rubber Ducky! Können wir die Wäscheleine für irgendwas verwenden? Geheimnisvoll. Ich meine, hier geht's nur zu den Brücken. Aber irgendwie müssen wir doch. Warte mal. Ein rostiges.
Ein rostig, ein hübsch, ein hübsch, ein hübsches. Das Ding ist doch hier um die Ecke gepiest. Dann müsste es doch auch. Kommt man da vielleicht irgendwo drüber oder so? Geheimnisvoll. Ja, die geheimnisvolle Maschine will ich gar nicht. Kommt man hier irgendwo. Kann man hier nicht irgendwo runterschauen oder so? Irgendwie muss ich wohl doch irgendwo anders hin. Na, guck mal, da ist es ja. Die Ente kennt. Okay. Wo schwimmt die jetzt hin? Den Kanal runter. Ah, warte, vielleicht erwische ich sie beim. Vielleicht geht der Kanal hier dann da unten raus. Los, lauf! Schneller, schneller, schneller! Vielleicht erwischen wir die Ente noch. So eine Gummiente ist ja immer unheimlich nützlich. Wozu? Keine Ahnung. Müsst ihr mich nicht fragen. Ah, da ist sie ja. Perfekt. Einpacken. Soll ich wirklich an dem Rad drehen? Wer weiß, ob dadurch nicht das ganze Universum versickert.